Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Heute haben wir ein tolles Thema: Inspiration und Muse. Warum sich nicht mal von den Musen küssen lassen? Möchtest du dich wieder hinsetzen oder hinlegen? Dann tu das und schau, dass du schön warm bist dabei. Schließ dann deine Äuglein. Und dann atme in deinen weiten inneren Raum, um ganz zu dir zu kommen, dich zu spüren, dich wahrzunehmen, dich dir selbst hinzugeben. Lass die Gedanken los an das, was zuvor war oder nachher sein wird. Sei jetzt hier. Und dann spür dem mal nach, was dich wirklich inspiriert. Was nährt dich? Was nährt deine Sinne? Es ist die Kunst als solche. Es ist die Natur. Sind es Kinder? Sind es Tiere? Sind es Begegnungen? Es ist Musik, Malerei, gute Bücher, tolle Filme. Wunderbares Schauspiel. Es ist gutes Essen. Was inspiriert dich ganz persönlich? Generell oder aktuell? Werd dir bewusst darüber. Anregt auf sinnlicher Ebene, in deiner sinnlichen Wahrnehmung, die Ebene, die das Dasein so kostbar macht, wenn du riechst, wenn du schmeckst, wenn du fühlst, wenn du siehst, wenn du Schönheit erkennen kannst und zu würdigen weißt. Wenn du lauschst, wenn du wirklich wahrhaft hörst. Was inspiriert dich? Und mach dir auch bewusst, wie viel Raum das hat. Ist es stimmig? Fühlst du dich gut genährt? Oder darf es ruhig mehr Raum bekommen? Lass dich küssen von den Musen. Und wenn du magst, stell dir das ruhig bildlich vor. Und vielleicht hast du ja Freude daran, selbst kreativ zu sein. Ohne jeden Anspruch an Vollkommenheit. Einfach aus deiner Lebensfreude heraus etwas zu gestalten, zu schaffen. Zu malen, zu zeichnen, zu singen, zu tanzen, was auch immer. Schau dazu gerne in den Rauhnächte-Text und lass die Musen durch dich wirken. Viel Spaß!